Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Indies. Ja, ihr seht schon, ich hoffe hier ein bisschen drüber und hier steht Lagerung 2 erfolgreich abgeschlossen. Ja, wir haben offiziell die neuen Lagerungseinheiten, bedeutet wir können die hier zum Beispiel alle verbessern, dass wir ein bisschen mehr Rohöl auf Lager haben. Und das ganze Zeugs. Nahrung ist immer noch am Fließen und am Laufen, wie sonst noch was. Und ich hoffe, dass das langsam mal ein bisschen an Masse zunimmt. Weil die nehmen ganz schön das Lager auseinander, aber eigentlich sollte das gut reichen. Und aktuell, denke ich, haben wir auch genug für die erste Zeit. Unsere Bug fleißig hier am Durchsetzen, um das Gebiet freizuschalten. Mich würde mal interessieren, wird es irgendwann vielleicht grün? Wächst es wieder mit Erde? Kann ich rein theoretisch Erde separat lagern? Also ich denke eh, dass wir das in Zukunft alles mit den Pflanzen und alles seitlich wegkriegen. Wir haben auch letztes Mal, glaube ich, das Schiff bekommen. Schüttungslader. Frachtmodul im Umschlag von Schüttgut, zum Beispiel Bauxit. Es kann einen billigen Fallplatz am Frachtdepot angebracht werden. Okay. Das sind halt hier die größeren Lager. Wir haben hier eine Gasfackel. Wir haben eine Verbrennungsanlage für Müll. Dass wir das zum Beispiel nicht mehr aufschippen müssten. Aktuell ist das ja gar nicht so schlimm. Destillationsstufen bedeutet, wie könnte man das durchdestillieren alles? Das sieht man so, würde das hier durchdestillieren. Macht Schweröl und saures Wasser draus. Und das Mitteldestillat, das man hier am meisten rauskriegt, kann man mit Dampf und hohem Druck Diesel- und Leichtdestillation herstellen. Und mit der Leichtdestillation wiederum kannst du rein theoretisch auch Druck erstellen für Energie. Also in diesen. Wo war das? Wo hatte ich das jetzt? Ja, wo war das denn jetzt? Sollen wir kurz gucken, wo die waren? Jetzt bin ich gerade blöd. Genau, jetzt gibt es diesen Heizkessel Kohle, der Druck macht, und es gibt den aber auch mit Schweröl. Oder war das derselbe? Oder kommt der noch? Habe ich den noch nicht? Ich glaube, ich habe den noch nicht. Auf jeden Fall können wir dann damit sozusagen das befeuern. Genauso wie mit dem Schweröl. Was natürlich mega cool macht. So, schauen wir mal, wie das hier ausschaut mit dem Schüttungsplan. Okay, das war der Schüttungsplan hier. Und der bin, wie gesagt, leicht verschnupft aktuell leider. Fragt mich nicht, was mich jetzt über Nacht voll ein bisschen erwischt. Gestern war es schlimmer, heute geht es eigentlich wieder. Gestern hat das eine Nasenloch gebrannt, heute brennt das andere wieder. Ja, was will man machen? Was schade ist, du kannst nicht festlegen, wo jetzt zum Beispiel was wie geschüttet wird. Also ich hätte gerne sozusagen so einen Schüttplatz zum Beispiel, wo ich nur sage, hey, okay, in dem Bereich wird jetzt nur Erde aufgeschüttet oder sowas. Vielleicht geht es auch und ich weiß es einfach nicht. Aber wir kommen auf jeden Fall gut voran. Die Buddelung geht und läuft. Und wenn wir schon aufgeschüttet haben, können wir hier auf jeden Fall anfangen, Energie zu produzieren. Was natürlich mega geil wäre. Das ist unser tiefster Hafen aktuell. Ich weiß gar nicht, wie tief es hier unter dem Wasser durchgeht. Weil am Strand siehst du so ein bisschen teilweise noch, wie tief es runtergeht. Und danach ist alles dunkel. Natürlich, wenn du nicht weißt, wie tief es geht, kann ich dir auch nicht gut. Wir brauchen jetzt, um das Ganze hochzuschieben. Das Gute ist, dass eigentlich immer eine Sache hier sich aufs Lager zubewegt. Und somit das Lager immer befüllt wird. Hier kommen zum Beispiel schon wieder Kartoffeln. Hinten kommen nochmal Kartoffeln. Bedeutet, wir sind eigentlich gut aufgestellt aktuell. Schauen wir noch in die Wissenschaft kurz. Arsch her. Gasverbrennung, da sind die jetzt nämlich hier. Heizkessel. Kannst du es mit Mitteldestillat, mit Schweröl, genauso mit Leichtdestillat oder Verbrenngas auch machen. Und damit holst du Dampf, Hohen Dioxid zum Beispiel raus. Hier holst du aber überall mit hohem Druck. Und das ist das, was wir am Ende brauchen. So wie Brenngas. Das interessiert mich jetzt gerade noch.
Wo wird Brenngas produziert? War das gerade Brenngas? Nee. Was war das? Ah, hier kann ich aus Sauerstoff und Brenngas herstellen. Was zur Hölle ist jetzt aber Brenngas? Kann ich das herausfinden, wenn ich sage, geh, gib mir die Info, was ist Brenngas? Wo kriege ich Brenngas her? Erschein. Brenngas kann in der Bioanlage gewonnen werden. Und ist das, aha. Was braucht Brenngas denn noch so alles? Nur Sauerstoff. Und währenddessen wird Kompost hergestellt. Aber rein theoretisch kann ich sogar mit Schlachtabfällen gewinnen. Und Weizen geht's auch. Schlamm. Wie komme ich denn an Schlamm, bitte? Ah, gut, hier habe ich natürlich eine Liste, was wie was ist, ne? Wo ist denn hier Schlamm? Das wäre jetzt noch eine Sache, die mich interessieren würde. Schlamm. Wie kriege ich Schlamm her? Hey, hier steht doch Schlamm. Woher kommt denn der Schlamm dann? Oder kriegt es erst noch, wenn ich das freigeschaltet habe? Mich würde interessieren, was passiert, wenn ich das hier begradige? Kann ich da drauf wieder Pflanzen anbauen und so Zeugs? Okay, jetzt haben sie hier oben das Holz auch schon abgehackt. Jetzt sind sie fast durch, das ist natürlich nicht gut. Jetzt einmal kurz die Sachen auswählen, damit sie nicht mehr so aufploppen wie so ein... So. Wie gesagt, wir brauchen da noch alles kurz. Schauen wir auf die Karte. So, die hier ist schon aufgebaut. Und abgegradet. Macht rein natürlich 200 zum Verbessern. Schiffsaufträge, Frachtladen. Und hier drüben haben wir natürlich unser Schiff auch repariert. Wir schicken jetzt mal unseren Kunden nach da hinten. Vielleicht findet der noch was. Kann natürlich gut sein. Wie gesagt, hier hinten machen wir dann eine schöne Front noch hin für fürs Andocken. Dann kommt hier das Dock hin und dann wird hier produziert auch. Vielleicht gibt es auch in Zukunft andere Transportwege, wie ich das von A nach B bringen kann. Tun wir die mal abreißen. Ich glaube nicht, dass da viel passiert in dem Fall. Ah, na doch. Ein bisschen ist es eingestürzt. Aber nicht so schlimm wie erwartet. Ah, schade, jetzt ist Kalk auch wieder voll. Machen wir doch mal die ersten Lager gleich auf Stufe 2. Jetzt sind es auch die Großen, die halten natürlich um einiges mehr. Schiff im Kampf, oh. Ja, okay, da können wir aktuell leider nichts machen. Und hier sind wir auch noch geblockt. Können wir höchstens noch nach da hinten versuchen forschen. Das ist die Ortschaft, die wir kennen. Und schon... Es ist möglich, das ganze Produzierte abzuschicken. Die produzieren natürlich aktuell auch nichts, weil Beton ist bummvoll. Genauso werde ich fürs erste Mal ein Lager mal wohin stellen. Ein Lager. Zweistöckiges. Ich glaube, keine Ahnung, wo stelle ich das hin? Stell es fürs erste einfach mal hier hin. Machen wir zwei Stück von. Das wird so wieder meine. Fürs erste einfach Lagerpunkt, damit wir produzieren können und was passiert. Denn du weißt nie, was du mal auf Notfall brauchst oder sowas. Deswegen produziere ich gerne doch in Masse auch, statt in Klasse.
rein theoretisch können sie von jeder Seite hier noch dran auch. Alles kriegt zum Beispiel jetzt Konstruktionsteile Nummer 2. Und dann können sie die gelagerten Sachen zum Beispiel in dem Fall dann in das Lager bringen. Schauen wir mal, ob einer das jetzt macht. Nee. Bis jetzt verfährt es noch keiner, leider. Also aktuell noch nicht genug im Lager. Okay, und jetzt geht es wieder das Holz aus. Dann tun wir mal die auf Pause setzen. Ja, die Mine erstreckt sich aber auch ganz gut für die Eisenmine hier. Was denn mit denen? Habt ihr die nicht irgendwie noch auf Plan? Ne, hatten sie nicht. Die vier Bagger hier, die arbeiten sich auch dumm und dämlich. Aber dafür geht die Plattform... Alter, schau dir da an, wie groß die Plattform schon ist. Haha! Wie groß ist denn der Plan? Okay, ja... Also zum Plan hin fehlt hier natürlich noch bis hier vorne das Stück. Was du dann hier unten alleine alles machen kannst. Wie gesagt, das wird eine Wasserstelle. Ich habe auch schon überlegt, ob wir hier nicht vielleicht sogar das mit der Ölverwaltung machen. Schwerölumwandlung und pipapo, weil es ist ja sozusagen, hier kriegst du Schweröl rein mit einem Dampf, mit einem hohen Druck und dann verteilt sich das. Und damit kannst du es dann aufteilen. Und kriegst dadurch dann halt eigentlich, sagen wir mal, mehr raus. Wenn du schaust, Mitteldestillat kriegst du hier vorne bei 18 Rohöl 16 raus. Also ist 18 Rohöl bekommst du 12 Diesel raus, wenn du es so siehst. So relativ simpel. Hier kriegen wir 18, 8 raus. Weil das ist eine höhere Durchschlagskraft, die wir natürlich haben. Unser Aktuell ist natürlich dafür nicht wirklich geeignet. Schiffswaffen. So, und jetzt haben wir hier den Heizkessel, der mit allen möglichen anderen auch mit sogar Wasserstoff betrieben werden kann. So, und ich würde sagen, ihr kriegt mal zwei Schiffskanonen hier drauf gebaut. Ausstehende. Das Schiff muss repariert werden. Dann reparieren wir doch erstmal das Schiff noch eine Runde. Wenn wir da schon genug auf Lager haben. Aktuell scheint ja die Metallproduktion doch noch ordentlich Platz zu haben. Hier geben wir jetzt noch die normalen Konstruktionsteile rein. Konstruktion. Schau, wie ist das aktuell mit dem Lager aus? Ja, noch nichts drin bis jetzt. Nada niente. Wie gesagt, dafür brauche ich dann auch ein eigenes Gebiet. Ich überlege schon, ob ich hier oben das dann verwenden soll. Weil hier habe ich eine Direktzufahrt zu uns, rein theoretisch. Und kann das hier oben natürlich schön verwenden. Und hier geht es dann direkt auch noch zur nächsten Kohleproduktion dazu. Das macht es natürlich noch interessanter. Wie viel sind eigentlich aktuell hier zugewiesen? Holy shit, da habe ich schon ein bisschen ordentlich reinkommen, ne? So, Bereich editieren. Jetzt kommt ihr hier hin. Jetzt sollte es langsam, glaube ich, nach unten gehen. Na, ein bisschen haben sie noch und dann zieht das Ding nach unten weg. Also erstmal durch den Berg noch durch. Aber man sieht, was für eine Masse wir auf jeden Fall hier verarbeiten müssen, dass wir durchkommen. Klar, wir hätten jetzt auch, keine Ahnung, hier uns runterbuddeln können und hin und her. Aber ich finde das, es ist nicht sinnvoll, wenn wir eh eine Hauptstraße durchbrauchen noch. Ich will nachher das hier noch einmal begradigen, hier noch eine Ecke rum, dass halt die Verkabelung dementsprechend erreichbar ist und wir hier schön außen rumfahren können, falls was ist. Natürlich für unsere Holzdinger ist das hier der Traum. Der pure Traum sozusagen. Die kommen dann noch nachher nach hier nach oben, da werden wir auch nochmal einen Weg hochbuddeln, also erstmal hier hoch und dann hier hoch irgendwie. Und uns langsam hier hoch durchschlagen und dann, keine Ahnung, mit dem Gold weiß ich nicht, was wir anfangen sollen. Ganz ehrlich, ich habe für das Gold irgendwie in meinem Kopf nicht wirklich einen Verwendungszweck. Das ist aktuell noch so das Problem. So ein irgendwie ist auch Gefühl, dass wir aktuell relativ... Wo verbrauchen wir das?
Darf ich mal kurz sehen? Hier, zack. Konstruktion. Ja, was für eine Konstruktion denn? Angeblich tun wir gerade konstruieren. Ich tue jetzt einfach mal fürs Erste. Das kostet zwar schweineviel. Das Ganze verdoppeln. Energie haben wir. Oh, sie haben nichts mehr zum Baggern hier. Der Udo, der will baggern, doch er kann nicht mehr baggern. Dann baggern wir doch erstmal. Noch er baggert, noch. Rotate. Mal so ein bisschen ab. So. Kupfer ist zum Beispiel noch ein ganz niedriger Produktionsrahmen. Hier befindet sich da schon 73 drin, aber dadurch, dass wir natürlich wenig produzieren, passiert ja auch dementsprechend wenig. Da müssten wir rein theoretisch das Ganze auch einmal verdoppeln, aber aktuell mit der Kupferdurchsatz nicht brillant, ne? Hier kommen jetzt mal Elektronikteile rein. Hier kommen Fahrzeugteile rein. Und dann brauchen wir nochmal so ein Lager. Zack. Und dann wird es hier schon passen. Da ist eine Einstellung eh drin. Dann sollten sie nachher genug auf jeden Fall zu tun haben. Und dann sollte die Produktion auch dementsprechend hoffentlich hochgehen. Kohle ist aktuell voll, okay. Ist natürlich ungut, wenn die Kohle wieder voll ist. Warum ist die Kohle voll? Also gut, dass die Kohle voll ist, aber warum ist sie voll? Na schon. Sie haben wieder mehr produziert vom. Aber der Stand ist halt hier auch, dass wir so viel mittlerweile haben. Was können wir denn da noch handeln mit euch, bitte? Kann ich mit den Ziegeln was anfangen, vielleicht bei euch? Spenden. Verbessert deinen Ruf auf Stufe 2. Wäre geil, kann ich mir aber gerade nicht leisten. Kann ich mir gerade zum besten Willen nicht leisten. Stand bei euch? Habe ich eigentlich vorgestellt? Ja, ich spule die voll die ganze Zeit schon vor. Ja, sie tun ihr Bestes, aber es ist halt viel, 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 viel zu tun. Das ist die Kohle natürlich. Also allein wie viel wir hier ausgebaggert haben für Kohle. Man merkt natürlich, also man merkt hier schon ordentlich den Verbrauch. Übrigens, das war mal hier eine Fläche mit Kohle. Und wir haben jetzt da runtergebaggert und baggern wieder an den Berg an. Das ist schon irgendwie heftig. Ja, Eisen sammelt sich langsam auch. So, wir sagen jetzt denen mal, sie können nur noch normales Zeug annehmen. Fürs Erste. Weil das Lager ist schon bummvoll. Da stehen wir natürlich dementsprechend ein bisschen blöd da. Kann ich hier drüber eine Brücke bauen? Geht das? Fände ich super. Kann ich, cool. Mach das mal. Wäre in dem Fall sehr, sehr praktisch. Um ein bisschen besser umherzukommen, weil natürlich da hinten ist jetzt. Dann kommt Funk für den Schlag und alles. Zack. Wie schaut es mit dem Produktionsding hier aus? Oh, nicht gut. Was fehlt denn? Ah ja. Unsere Lieblingsressource fehlt.
Ist die irgendwo oben? Hier schicken wir die mal eins höher. Und hier wird die auch eins höher gesetzt. Dafür brauchst du auch wieder Elektrikteile. Wie viele Elektrikteile haben wir denn? 264. So, jetzt kann der anfangen zu produzieren, damit überhaupt irgendwas mal wieder ins Laufen kommt. Sind die Lager auch wieder leer? Aha. Wenn der Umsatz zu klein ist, dann haben wir natürlich ein Problem hier. Aber ich sehe schon, wir kommen langsam an die letzte Kante. Man sieht schon. Sie baggern sich fleißig durch. Oh, schau dir das an. Die Masse an Bagger, die hier ist. Ist da eine Marke zu? Eine Maps heißt die. Sie ist wahrscheinlich von Cat so ein bisschen umgewandelt. Ist es jetzt Maps? Maffi, was steht da? Maffi. Aber die letzte Kante und dann geht es nur noch bergab. Also im positiven Sinn in dem Fall, ne? Na gut, Leute. Aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.